Lindelbacher mit der Chance. Wird geblockt. In letzter Sekunde. Die nächste Chance für die Star Bulls. Die Revanche wollen, wie es den Anschein macht. Und da ist die Führung für den Gast. Aus Bietigheim 1:0 für die Steelers. Torschütze. Wie wir jetzt sehen, McKnight mit dem Schuss. Sommerfeld mit dem Abstauber. In der Wiederholung sieht man es immer wunderbar. Ein Dank an die Regie für die schnelle Wiederholung. Herden da machtlos. McNeely. Da bringt die Scheibe wieder hinter das Tor auf Eckfelder. Die Star Bulls wieder mit der Paradereihe zum Gange. Schofield. Und mit dem Ausgleich. Tyler Schofield. 1:1. Die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen. 3 Minuten 22 vor Ende des ersten Drittels gleichen die Star Bulls durch Tyler Schofield aus. Das sieht man es auch nochmal in der Wiederholung. Schöner Querpass von Manuel Eckfelder von der blauen Linie auf Schofield, der direkt abzieht und Mechel keine Chance lässt zum Abwehren. Und das war sein 12. Saisontreffer für Tyler Schofield, der immer mehr ins Laufen kommt. Schön weitergeleitet von Schofield auf McNeely, auf Colanos. Chris Colanos mit dem Premierentreffer im Premierenspiel für die Star Bulls Rosenheim. Der NHL-Veteran, gekommen aus Zagreb, in der KHL aktiv, mit dem ersten Treffer für den neuen Arbeitgeber aus der DL2, für die Star Bulls Rosenheim zur Führung von 2:1. Für den Gastgeber, die Nummer 4 war es, McNeely auf Colanos, Querpass direkt vor Mechel. Ihm unglücklich durch die Beine gerutscht, aber keinerlei Schuld für Mechel zu erkennen. Schofield. Ja, das hat jetzt fast den Anschein des Überzahls von Rosenheim. 3:1, Rosenheim, Schofield auf McNeely, der hält die Kelle rein und überwindet Andreas Mechel hoch ins Kreuzeck zum 3:1 für die Gastgeber aus Rosenheim. Jetzt gleich in der Wiederholung dürfen wir uns nochmal ansehen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Meine Bitte an die Regie. Wunderbar, vielen Dank Schofield mit dem Pass in den Slot. McNeely hält die Kelle rein. Und Eckfeld ist unhaltbar. Hinterrücks zum Tor für Andreas Mechel hoch ab. 3:1 für die Gastgeber aus Rosenheim nach nur 50 gespielten Sekunden im zweiten Drittel. Die Steelers mit 22,3%, 21 von 94 Situationen konnten genutzt werden. Da muss ich freuen, sie fahren sogar den Konter über das Schofield. Tyler Schofield, Tyler Schofield, 4:1, Tyler Schofield. Muss man ganz klar betonen, das zweite Unterzahltor der Star Bulls in der laufenden Saison. Tyler Schofield tankt sich da unbarmherzig durch und legt zum 4:1. Ein Tyler Schofield überläuft Sommerfeld, lässt Martinovic keine Chance mit der Rückhand zum 4:1. Das war der zweite Unterzahltreffer für die Star Bulls in der laufenden Saison. Für Schofield insgesamt der 13. Saisontreffer. Und da ist er absolut in der Spitzenklasse der Torjäger angekommen in der zweiten Liga Deutschlands, in der DEL2. Ja, unglaublich gutes Auge von Matt McKnight, der da Pommersberger an der blauen Linie sieht.
Und der netzt eins um 2 zu 4. Max Pommersberger zieht humorlos ab an der blauen Linie. Lässt Timo Herden keine Chance. Verkürzt auf 4 zu 2. Sehen wir auch nochmal hier den wunderbaren Querpass wieder von McKnight auf Pommersberger. Matt McKnight. Da sehen wir auch wieder, warum er der Topscorer der DEL2 ist. Unglaubliches Auge unter Bedrängnis. McKnight spielt der Pass genau auf das Blatt von Max Pommersberger. Und er zieht ab. Schoofs. Hinter das Tor gespielt. Robert Brown. Robert Brown nimmt Fahrt auf und setzt ein. Brown. Brown netzt ein zum 3 zu 4. Die Steelers sind wieder dran. Es steht nur noch 4 zu 3 für die Star Bulls Rosenheim. Robert Brown ist der Torschütze. Die Nummer 4 tankt sich da durch. Mit seinem 5. Saisontreffer. Brown, wie er sich da durchtankt und die Erden tunnelt. Sehen wir es nochmal. Brown, wie er da den Schuss anbringt, sich durchtankt. In der Wiederholung nochmals. Ja, und dann ist er drin zum Anschlusstreffer für die Steelers. Da würde ich als Fan nicht drauf verzichten wollen, die Pressekonferenz heute zu hören. Ogier, Scheibe geht ins Fangnetz. Und damit steht noch eine Sekunde auf der Uhr. Noch eine Sekunde auf der Uhr. Nein, das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. Rosenheim gewinnt gegen Bietigheim mit 4 zu 3.